Okay, Chat, wir gehen mal rein. Wir fangen mal mit dem ersten Video an. Und zwar, wer rappt denn sowas? Ich war lange nicht mehr da. Ja, ich habe lange nicht mehr bei den Influencern vorbeigeschaut. Aber das machen wir heute mal wieder. Heute gibt es mal wieder Influencer-Stuff. Und warum? Wie komme ich drauf, mir was von den Influencern zu geben? Na, weil ich mit auf dem Thumbnail bin, Digga. Natürlich, guckt euch das an. Das ist meine Fresse zu sehen. Natürlich gucke ich mir das an. Der weiß ganz genau, wie er es machen muss, Alter. Der hat sich gedacht, scheiße, Mann, Gio guckt nicht mehr. Wir müssen mal wieder sein Gesicht drauf klatschen. Gucken wir mal, ja? Machen wir mal ein bisschen Blamage wieder, oder? Und versuchen zu raten. Ihr könnt gerne wieder mitmachen. Wir gucken mal, wie ich hier klarkomme. Ich weiß gar nicht mehr die Regeln. Ist schon wieder so lange her. Ich glaube, ich habe Monate nicht mehr auf Wer Rappt denn sowas reagiert. Hast trotzdem bestimmt keine Line im Video. Ja, dann ist es halt ein Clickbait. Ist kein Problem, ja? Die müssen ja auch überleben. Von dem her verzeihe ich denen das. Schauen wir mal. Wer rappt denn sowas? Zuschauer-Spezial, Part 21. Denke, wie viele Videos habe ich verpasst? Alle Einnahmen, was? Werden in Equipment und so investiert? Okay, okay. Der Jay ist da sogar. Guck mal, der Jay ist hier sogar Supporter, Digga. Ja, vielleicht muss ich da auch mal reins haben. In diesem Spiel darfst du Punchlines zum richtigen Rapper zuordnen. Genau, in diesem Video wurden alle Lines von Zuschauern eingeschickt. Okay. Mhm. Ah, so war das. Genau, mit dem Titel kriegt man nochmal 2 extra oder 3. Ah, Digga. Ach du Scheiße. Also maximal 4 Punkte, richtig? 4 Punkte gab es immer maximal, ne? Let's go. Ich spiele easy durch. Passt auf, wir machen easy. Let's go. Toffee Master, Digga. Ist sogar ein Zuschauer. Gruß geht raus an Toffee Master. Kuss geht raus, Alter. In den Videos, da laden sie die Uzi-Waffen, doch echte Gangster tragen keine Gucci-Taschen. Echte Gangster tanzen nicht wie Hampelmänner, so bekommt man sicher keine Knarre von dem Waffenhändler. Wer könnte das so geschrieben haben, Digga? Das ist hart, Alter, das ist schwer. Finde ich aber sehr dope, Alter. Geile Reime auch, ne? Nicht schlecht, Digga. Ich glaube, das war von diesem hübschen Rapper namens Gio. In dem Song RIP, Alter, so ist so mein Gefühl. Ey, sowas, so, können wir nicht öfter so eine Videos haben, in denen einfach meine Lines kommen, Digga? Das macht viel mehr Spaß. Aber schon mal 4 kostenlos, Digga. 4 kostenlos. Bam. Was, wer ist denn da zur Auswahl? Pillard? Niemals. Kimo auch niemals. CR7Z am ehesten noch, aber das ist auch nicht seine Wortwahl. Bin ich's? Ich hoffe, ich bin's. In den Videos, da laden sie die Uzi-Waffen. Aber ey, es gab geilere Lines in dem Track, oder? Hätten wir schon auch eine andere nehmen können. Berlin lebt, aber Deutschrap ist tot oder so zum Beispiel. Doch echte Gangster tragen keine Gucci-Taschen. Echte Gangster tanzen nicht wie Hampelmänner. So bekommt man sicher keine Knarren von den Waffenhändlern. Alle Männer denken mit dem Pimmel, das hat auch deine Mami gesagt. Wäre das wirklich so, dann hätte ich doch schon längst mein Abi geschafft. Ja, kenne ich gar nicht die Line. Kann ich jetzt auch nicht raten, weil kann ich nicht zuordnen. Ich wüsste jetzt null, wer das gerappt haben könnte. Ich muss mir die Vorschläge angucken. Alle Männer mit dem Pimmel, das hat doch deine Mami gesagt. Aber wäre es wirklich so, dann hätte ich doch längst mein Abi geschafft. Oh, puh, Digga. Oh, das sind doch alles nicht so Rapper, die, na, SSIO am ehesten noch, aber die ich so, so ab die kann ich kaum was sagen. Summer Jam genauso wenig. Fahrt und SSIO habe ich zumindest ein bisschen gehört. Fahrt vor allem früher viel. Alle Männer denken mit dem Pimmel, das hat doch deine Mami gesagt. Aber wäre das wirklich so, dann hätte ich doch längst mein Abi geschafft. Ich sag Fahrt. Vom Feeling einfach. Ich weiß auch nicht, ob ein anderer mit Abi flexen würde oder überhaupt erwähnen würde, dass er Abi machen möchte. Versteht ihr, was ich meine? Das könnte ich mir nur bei Fahrt vorstellen. Aber mal sehen. Aber Trackname auch, keine Ahnung. Alle Männer denken mit dem Pimmel, das hat doch deine Mami gesagt. Aber wäre das wirklich so, dann hätte ich doch längst mein Abi geschafft. Digga, was ist das für ein Flow, Alter? Das ist ja, ich peil den Takt gar nicht, Digga. Na gut, SSIO, wusstet ihr das? Fahrt irgendwie. Ich höre das Summer Jam, echt SSIO, so offensichtlich. Keine Ahnung, aber ich höre das einen SSIO sagen. Ja, okay, aber ihr habt auch Fahrt, ne? Ihr habt auch Fahrt gedacht. Gib dir mal einen. Er hätte es nicht gedacht irgendwie, ich weiß nicht. Okay. Na, lass doch mal durchlaufen.
Okay, ich versuch's mal. Ich versuch erst mal und guck, ob ich ein Gefühl bekomme. Materielle Gesellschaft. Es fickt der, der Geld hat. Ich bringe mehr Mütter zum Kommen als ein Elternsprechtag. Ich hab Opfer gebracht. Heute kriege ich fett Applaus. Maskulin brachte auch Opfer als Rapper raus. Okay, das ist schon mal maskulin, okay. Ich mache Gangster-Sound, baller Schrot in die Bitch. Deine Ma ist wie eine Shisha. Ohne Kohle geht nix. Ah, warte mal. Jetzt weiß ich nicht, ob ich die Line kenne oder einfach den Vergleich, weil der schon oft gekickt wurde. So Kohle-Shisha-Vergleich. Lass mal kurz gucken. Okay, also materielle Gesellschaft. Diese Wortwahl, materielle Gesellschaft, das fickt der, der Geld hat. Ich bringe mehr Mütter zum Kommen als ein Elternsprechtag. Ich habe Opfer gebracht, heute richtig fetter Applaus. Maskulin braucht auch Opfer. Das ist niemals, Kollege. Was? Ich mach Gangster-Sound, baller Schrot in die Bitch. Deine Maß wie eine Shisha, ohne Kohle geht nix. Ich sag mal, also ich schwanke zwischen PA und Kianusch. Vielleicht liege ich falsch, aber das ist so mein Feeling. Richtig fetter Applaus, Maskulin braucht auch Opfer als Rapper. Ich sag PA so, aber voll geraten. Oder Kianusch halt, aber dann ist falsch. Materielle Gesellschaft. Das ist Farid Bang, Digga. Ihr wusstet's alle, ne? Ah, könnte Farid sein. Scheiße, ihr wusstet alle, kamt ihr auf Farid, Digga. Farid auf keinsten. Guck mal, Frost sagt Farid auf keinsten, Digga. Aber so hab ich's auch gedacht. Ich dachte wirklich, Kolle und Farid safe nicht. Wegen dieser materiellen Gesellschaft, die Wortwahl schon, weißt du? Weiß ich nicht, hätte ich nicht gedacht. Der Geld hat, ich bring mehr Mütter zum Kommen als ein. Aber habt ihr geraten oder wusstet ihr? Also war das eher so ein Gefühlsding? Oder war das so ein Song, den ihr einfach im Kopf hattet? Elternsprechtag, ich hab Opfer gebracht, heute krieg ich fett Applaus. Maskulin brachte auch Opfer. Ja, okay, hab ich nicht gesehen. Scheiße, Digga, ich seh's schon wieder kommen, Alter. Du wolltest dies, du wolltest das. Geendet hat alles mit Flex. Er zieht die Nasennacht. Okay, wir fangen nochmal neu an. Du wolltest dies, du wolltest das. Geendet hat alles mit Flex. Er zieht die Nasen Nacht für Nacht. Er wird von Bösen nur geweckt. Er sorgt für Krach, aber er versucht Gutes zu tun für Hasanat. Bevor ich reingehe, werde ich reich zum Richter Tabon. Ich hab keine Ahnung, wie man das ausspricht, Alter. Scheiße. Oh nein, das ist ja gar nicht mein Ding, Alter. Da muss ich ja jetzt voll raten. Ah, ich kenne die Hälfte der Namen nicht mal. Safraoui, Digga, ich habe noch nie davon gehört. Ich kann null planen, Digga. Okay, ich mach nach Sympathie, ich mach nach Gesicht. Okay, wir machen nach Gesicht, Chat. Kalim, Digga. Safe Kalim, guck dir mal das Gesicht an mit Sonnenbrille. Na klar hat der das gerappt. Hundertprozentig, Digga. Du wolltest das, geendet Bro. Hat alles mit Flex. Er zieht die Nase Nacht für Nacht, er wird vom Bösen nur geweckt. Ja, ich hab den noch nie was in meinem Leben gehört von dem. Den Namen, der hat mir noch nicht mal den Namen gehört. Was ist das für eine Folge, Alter? Voll hart. Frag nicht, wie alt die sind, die meine Kleider nähen. Auf einer Skala von 1 bis 10. Tja. Denn Kleider machen Leute. Doch die Leute, die die Kleider machen, leisten sich bis heute leider weniger Designerjacken. Ey, fuck, ich kenn die Line. Fuck, Digga, ich kenn die Line. Oh, damn. Ich komm nicht drauf. Aber ich kenn die Line, Digga. Woher kenn ich die Line? Vielleicht kommt mir der Einfall, wenn ich die Namen sehe. Aber ich kenn die Line. Alligator, Digga. Oder? Das war, glaube ich, in so einem Alligator-Song mit drin, Digga. Kleider machen Leute, doch die Leute, die die Kleider machen, leisten sich ein bisschen. Aber ich komme nicht auf den Titel, aber es ist Alligator, soweit ich weiß. Wahrscheinlich haben wir den Track gehört in diesem Alligator-Speedrun, oder? Frag mich, wie alt die sind, die meine Kleider nähen, auf einer Skala von 1 bis 10. Ja. Tja, denn Kleider machen Leute, doch die Leute, die... Ja. Ah, Digga, ich habe erst gedacht, ich wusste, ich kenn's, aber ich... du bist schön, nee, ja doch, ist wirklich, du bist schön. Die Kleider machen, leisten sich bis heute leider weniger Designerjacken. Ja, okay, aber Gott sei Dank, ne? Ich konnte mir noch mal was rausziehen. Denn ich bleib fit mit Pamela Reif. Häng im Ritz mit der Klick und bestelle nur Scheiß. Ich nipp an einem Henny auf Eis, geb alles aus, was ich hab und bin immer noch reich. Digga, also, er ist auch ganz interessant gerappt. Fit mit Pamela Reif, häng mit Ritz und Klick und stelle nur Scheiß. Ich nipp an dem Handy auf. Das ist interessante Reimtechnik. Es ist auf jeden Fall, da gibt sich jemand Mühe. Aber keine Ahnung.
Also das ist niemals Sunny, Digga. Ich glaube auch nicht, dass es Farid ist. Also es könnte ein Crow sein. Ich glaube, es ist Crow. Wenn er so auf locker easy so ein bisschen flext. Auf nicht zu ghetto-mäßig, sondern so auf, ne? Guck mal, bei mir läuft. Ich sag einfach Crow. Also so dieses Ritz mit der Klick und bestelle nur Scheiß. Schnipp an dem Handy auf... Ja, ist obwohl dieses Handy auf... Ja, ich bleib trotzdem jetzt bei Crow. Mal gucken. Fit mit Pamela Reif, sing im Riss mit der Klick und bestelle nur Scheiß. Schnipp an dem Handy auf Eis, gib alles aus, was ich hab und bin immer noch reich. Geil, sehr gut. Ja, die Gefühle, das sind die Feelings, die mich da immer wieder, die mir da den ein oder anderen Punkt bescheren. Ich kenne die meisten Tracks nicht, aber irgendwie kommt man drauf, oder? Wenn man die Namen dann sieht, dann kann man schon so ein bisschen zuordnen. Und Crow war einfach so, hat's am ehesten gepasst, ne? Bares aus Taschen, Wasser aus Glaskaraffen, farbige Scheine prasseln auf warme Marmorkacheln. Alter, was, Dicker? Also, dieses Marmorkacheln wäre natürlich so ein typischer, so ein Kolle-Wort. Glaskaraffen auch. Aber jetzt bestimmt kein Kolle dabei. Fuck, der ist sogar dabei, Dicker. Kimo, nimm mich mal raus, zu wenig gehört. Kianusch, glaube ich, nicht von der Wortwahl. In Sammy? Taschen, Wasser aus Glaskaraffen, farbige Scheine prasseln auf warme Marmorkacheln. Aber warte mal, die Reime. Warme Marmorkacheln, Glaskaraffen, Bares aus Taschen, Glas. Das würde ein Kolle so nicht reimen. Das wäre dem zu unsauber, glaube ich. Also Kianusch glaube ich trotzdem safe nicht. Dann nehme ich Kolle wieder raus. Dann bin ich bei Sammy oder Kimo. Das Problem ist, ich habe von Kimo so wenig gehört, aber es passt eigentlich null zu Sammy. Bares aus Taschen, Wasser aus Glaskaraffen, farbige Scheine prasseln auf warme. Ich nehme es Kimo, weil es der, den ich am wenigsten einschätzen kann. Und Sammy, in welchem Song sollte der das rappen so? Hoffen wir das Beste. Bares aus Taschen, Wasser aus Glaskaraffen, farbige Scheine prasseln auf warme Marmorkacheln. EasyJet. Digga, klingt wie Kimo vom Text her. Ja, kann ich so wenig mitreden, weil ich so wenig von dem höre. Das war jetzt wirklich Ausschlussverfahren. Ich sollte dich malen lassen. Versuchen wir es nochmal. Ach du Scheiße, was ist das denn für eine Wortwahl, Digga? Was ich schreibe, ist very scary, Digga. Da bin ich ja schon raus, Alter. Was? Was ich schreibe, ist very scary. Krawall und Remy Demi. Seit 2012 ready to die, als wäre ich Kenny. 25 Jahre schon dabei, Bitch. Was für trendy. Alles, was noch kommt, ist wie das Salz auf den Spaghetti. Warte mal. Salz auf den Spaghetti. That is very scary. Legendary. Wer rappt so, Digga? Very scary. Kenny, legendary. Wer rappt so, Digga? Ich hab irgendwie was im Kopf, aber keinen Namen. Ich habe einen Vibe im Kopf, eine Stimme. Oh, okay. Also Sido ist safe nicht. Sammy könnte sein, Alter. Lars könnte auch sein, Digga. JAW glaube ich nicht. Also, nee, JAW ist es nicht. Nee, glaube ich nicht. Salz auf den Spaghetti, das sagt er nicht, Digga. Lars oder Sammy, Digga. Und schreibt, es very scary. Krawall und Remy Demi. Seit 2012 ready to die, jetzt wäre ich Kenny. 25 Jahre schon dabei, Bitch. Was für trendy. Alles, was noch kommt, ist wie das Salz auf den Spaghetti. Ah, ich glaube, Sammy ist es. Aber was für 2012, Digga? Das macht eigentlich keinen Sinn. Ist das dann nicht eher Lars? Das ist doch sonst too late, Alter. Remy Demi. Jetzt wäre ich Kenny. Ah, oder es ist doch Lars, Alter. Shit. Very scary. Remy Demi. Ah, ich bin echt unsicher, Digga. Ich sag jetzt einfach Lars. Aber ich glaube, es ist Sammy, Alter. Scheiße, ich weiß nicht. Was ich schreibe, ist very scary. Wow. Krawall und Remy Demi. Wow. Seit 2012 ready to die, als wär ich Kenny. 25 Bro. Jahre schon dabei. Ich hab einen Lauf, Digga. Ich habe aber guck mal, bei euch sagt auch einige Sammy. Ja, ja, es ist so ein Ding zwischen Sammy und Lars, ne? Das muss man sagen, die Influencer haben es auf jeden Fall drauf, immer gute Namen zueinander zu packen. Klar, oft sind so zwei Namen dann vielleicht komplett Müll. Aber man ist zumindest immer so ein bisschen am Hadern zwischen zwei Personen. Bitch, not bad, Granny. Digga. Du bist sogar da, Digga. Kuss geht raus. Alles, was noch kommt, ist wieder Salz auf den Spaghetti. Wieder Salz auf den Spaghetti, Digga. Okay, das ist eine weirde War. Okay, gibt's überhaupt Schauzuspielern? Es fiel mir schwer, gut zu Schauspielern. Gibt's überhaupt das Wort Schauzuspielern, Digga? Es fiel mir schwer, gut Schauzuspielern.
Als du sagtest, wir verlieren unser Haus schon wieder. Seit einem Jahr bin ich krank, weil ich muss seit Tag 1 stark sein für dich. Bild. Chefcat. Nemo, nee. Sierra Kid. Oh, warte mal. Oh, das wäre... Das Problem ist so, Sierra ist ja mal, ist schon sehr wild. Der ist es nicht immer so standardmäßig, was so den so ein 16er betrifft. Ne? Das könnte der natürlich irgendwie so ziemlich crazy musikalisch irgendwie runtergeballert haben. Es passt halt thematisch zu seinem Leben irgendwo. Also zu diesen Themen, die ihn bewegen. Ich weiß das so ein bisschen. Ich kriege immer so am Rande mit, was bei Sierra abgeht. Nemo glaube ich nicht. Ey, warte mal. Oh shit, Digga. Das ist wirklich... jetzt wird's schwer. Nemo glaube ich nicht. Chefcat maybe, aber die Schau zu spielern glaube ich nicht. Diese Wortwahl, ich glaube, Chefcat würde das Wort niemals so formulieren. Die Sache ist, ich kenne einen Song von PA Sports, in dem er, wie hieß dieser Song, Digga, an seine alte Beziehung, da rappt er so über, wie sie ihn krank gemacht hat und so, weil sie irgendwie Borderline hat oder irgendeine psychische Erkrankung. Und ich überlege gerade, ob das aus diesem Track ist. Ich fühle mich schwer, gut Shows zu spielen, als du sagst, wir verlieren unser Haus schon wieder seit einem Jahr. Aber nein, aber Sierra Kid... Bei Sierra Kid ging es irgendwie darum, dass er immer versucht hat, das Haus irgendwie am Leben zu halten und die Wohnung zu bezahlen. Sierra Kid, sage ich jetzt. Bei PA, da ging es nicht darum, dass sie ein Haus verlieren. In dem Song, den ich meine. Aber Sierra Kid würde doch nicht Schau zu spielen. Egal, ich nehme Sierra Kid jetzt. Es fühlt mich schwer, gut Schau zu spielen. Als du sagtest, wir verlieren unser Haus schon wieder. Seit einem Jahr bin ich krank, weil... Ich muss seit Tag ein stark sein. Ah, genau. Ey, aber ihr seid direkt on point. 7 Jahre meinte ich. Genau, das war das Song, den ich im Kopf hatte. Und dann habe ich nachgedacht gerade. Haus? Haus verlieren? Ich weiß, dass es eine Line gab, in dem er meinte, er kauft ein Haus und er lässt sie drin wohnen mit dem Kind und so. Aber Schau zu spielern? Also jetzt mal for real, kann man das so sagen? Kann man Schau zu spielern sagen? Das ist schon irgendwie... Nee, oder? Zu Schauspielern, ja. Meine ich ja. Ah, meine Güte. Kunstfreiheit, oder? Chat, Kunstfreiheit. Ach du Scheiße, Digga. Das ist diverse gewesen, Digga. Sie zieht die Hose aus, das Zimmer riecht nach Seeteufel. Doch ist sie heiß, muss er rein. Wie ein Teebeutel. Ich ekel mich nicht mal davor, dass sie einen Bart hat. Steck ihn rein und leg den Bierbauch auf ihrem Arsch ab, Alter. What? Was ist das denn, Digga? Okay. Interessant. Ja, ich habe keinen Einfall. Keine Idee, Digga, aber wilder Text auf jeden Fall, Alter. Alter, das ist doch nicht Jiggy, oder? Nice, Alter, das ist nicht Jiggy, Alter. Also, wenn das Jiggy ist, Bro, dann muss ich mich distanzieren. Also, Nico KIZ wäre natürlich auf jeden Fall möglich. Passt natürlich, ne, diese kompletten Übertreibungen und das extrem Vulgäre so auf kunstfigurmäßig bezogen. Finch, glaube ich nicht. Faith. Ich sag Nico KIZ. Von meinem Gefühl so. Zieht die Hose aus, das Bro. Zimmer riecht nach See. Teufel, doch ist sie heiß, muss er rein wie ein Teebeutel. Ich ekel mich nicht einmal. Ey, ich glaube, ich kenne den Song sogar. Der Schöne und das Biest, ja? Ich kenne den Song sogar. Davor, dass sie einen Bart hat, steck ihn rein und leg den Bierbauch auf ihren Bart. Ja, ich kenne den Song, Chat. Nee, nicht Jiggy, ne? Ja, nee. Nico, ja. Ey, aber gerade, Bro, ich hab übel den Lauf. Ich hab zwar immer nur einen Punkt, aber ey, ich bin zufrieden. Immer mit Raterei, aber den Song kenne ich. Also eigentlich hätte ich es irgendwie peilen können, aber ich hab die Lines null zuordnen können. Dankeschön. Danke. Okay. Los geht's. Regel 6. Bevor du eine Nutte fickst, geh auf Nummer sicher und frag, ob sie Mutter ist. Es fällt ein Schuss auf dich, weil du ein Lutscher bist. Ich ficke keine Pferde, doch komme im Mustang, Bitch. Okay, warte mal. Regel 6. War das ein Song, in dem Regeln aufgezählt werden? Regel 1. Bla 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 bla. Regel 2. Bla 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 bla. Maybe. Ich überlege. Regel 6. Bevor du eine Note fickst, nur eine Frage. Ja, ich komm nicht auf den Track. Guck mal, ob wir mit den Namen was anfangen können. Kapi, glaube ich nicht. Animus, glaube ich nicht. Farid.
Oh, das ist Farid oder Moneyboy. Mir gibt es Bitch, gibt mir irgendwie Moneyboy. Die Sache ist, die Reime sind recht sauber so. Ich weiß aber, dass Moneyboy auch schon Songs hatte, in denen er vergleichsweise echt clean unterwegs war, so was die Technik betrifft. Fällt ein Schuss auf dich, weil du ein Lutscher bist. Ich ficke keine Pferde, doch komm im Mustang, Bitch. Ich sag, das ist Moneyboy. Ah, könnte auch Farid sein. Animus und Kapi, glaube ich nicht. Regel 6. Ah, shit. Ja, ja, war dann doch zu sauber, die Reime. Du ne Nummer. Ah, schade. Geh auf Nummer sicher und frag, ob sie Mutter ist. Es fällt ein Schuss auf dich, weil du ein Lutscher bist. Ja, die ist Lutscher bist, da hätte man schon drauf kommen können. Das war ein bisschen selbstverschuldet. Wegen Muttersprüche. Vielleicht irgendwas Altes von Animus. Habe ich irgendwie nicht gesehen. Ich habe auch geschwankt zwischen Farid und Moneyboy. Hab daneben gelangt. Und deine Bitch zieht sich aus und schreit Vergebung. Denn bevor ich sie aufs Kreuz lege, wird sie ausgepeitscht wie Jesus. Wild. PA glaube ich nicht, KC glaube ich nicht. Genetik. Genetik, also Kappa. Genetik, glaube ich. Hollywood Hank müssen wir uns unbedingt mal irgendwie in Stream Zeit nehmen. Ich habe schon öfter gesagt, dass ich zu meiner Schande gestehen muss, dass ich kaum was von Hollywood Hank gehört habe. Obwohl ich weiß, dass der für viele eine Legende ist. Müssen wir irgendwann mal so einen Special Stream machen, wo wir uns so ein Tape geben oder ein Album oder so, dass ich mal so ein bisschen Hip-Hop lerne. Aber ich sage jetzt vom Gefühl einfach Genetik. Und deine Bitch zieht sich aus und schreit Vergebung. Siehst du? Und deswegen sollten wir uns mal Hollywood Hank geben. Ich denke mal an Hank oder Genetik. Hank oder Genetik, schwierig. Ja, siehst du? Ja, ging einigen ähnlich, ne? Ja, aber wir hatten auch ein paar Leute, die haben direkt Hank gesagt, ja. Ja, scheiße. Ja, aber sagt ehrlich, wenn man keine Ahnung hat und wenig von Hank gehört hat, dann ist Genetik schon die nächst sichere Wahl gewesen, oder? Wird sie ausgepeitscht wie Jesus. Ich habe das irgendwie mit dem Flow ausgepeitscht wie Jesus, habe ich irgendwie in dieser Kappa-Voice gehört, weiß ich nicht. Mal nächste. Denn in der Gegend, wo ich lebe, herrschen Machtkämpfe. Seitdem ich denken kann, als Kind hatte ich nachts Krämpfe. Das ist von Vega. Ziemlich sicher. Oder? Ja. Vega, und das ist der Song, ganz kurz, wenn ich den Titel falsch sage, dann kriege ich aber keinen Abzug mehr, ne? Ich darf jetzt einfach raten, oder? Für den vierten Punkt. Ich kriege keinen Abzug, ne? Ich kann es probieren. Ich kriege dann trotzdem 3, auch wenn es falsch ist, richtig? Ja, darfst, okay. Das Problem ist, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, das ist auf einem Intro-Song gewesen. Aber ich glaube, der Song hieß nicht Intro, Digga. Von dem her bleibt mir nur zu sagen Intro, obwohl ich wahrscheinlich weiß, dass das falsch ist. Ich weiß den Titel nicht. Ich kenne den Song aber. Bin in der Gegend, wo ich lebe. 40. Hieß der einfach 40? 5 Punkte Abzug wegen falscher Song. Schade dir. Ja, shit. Ach, das ist der? Ach so. Ah, das ist gar nicht der. Ah, nee, das Titel war, wieso sie Stürme nach Menschen benennen. Ja, ja. Ah, ich habe den verwechselt mit diesem anderen Song. Ist schon ein paar Jahre her. Wisst ihr, welchen ich meine? Da hat er auch über seine Mutter gerappt. Damit habe ich den Song verwechselt. Aber stimmt, den Song haben wir erst vor ein paar Monaten gehört. Nach langer Zeit mal wieder was von Vega. Ja, ja. Stimmt. Seitdem ich denken kann, als Kind hatte ich Nachtskrämpfe. Vega finde ich auch einen saugeilen Rapper. Ist selten, also ich sage das nicht so oft. Es gibt so ein paar Namen in Deutschland, die für mich so wirklich Killer sind. Und Vega gehört dazu. Vega, geisteskrank, Digga. Ich mag halt einfach gute Texte, Digga. Das ist halt immer das Problem. Und damit sind schon 90% der Deutschrapper raus. Ich mag gute Texte. 95% sind raus, sind wir ehrlich. 95% sind raus. Dann haben wir noch 5% und davon machen 3% irgendwie nur Hype-Rap. Und dann sind noch 2% übrig. Das sind dann so 6 Namen. Und das, da gehört ein Vega dazu. Der hat auch immer eine geile Atmo. Sie sieht aus wie eine Mode-Ikone, Pussy zuckersüß wie eine Honigmelone. Alter, geiler Reim. Mode-Ikone, Honigmelone. Geiler Reim. Finde ich ganz geil. Aber keine Ahnung, wer das gebracht hat.
Ja, damn. Das Problem ist, guck mal, da bin ich jetzt wieder voll am Arsch, weil das Problem ist, Goldstein, null gehört, Forti, null gehört. Jetzt haben wir noch Fahrt oder Raff. Raff, Bro, bin ich auch komplett raus. Also von dem her, Fahrt, aber Fahrt aus wie eine Mode-Ikone, Pussyzucker süß wie eine Honigmelone. Also eigentlich sage ich null Fahrt so. Ich sehe da Fahrt überhaupt nicht drin, aber das ist der einzige, den ich kenne. So, bei den anderen wäre jetzt voll geraten, also hoffe ich einfach Fahrt. Keine Ahnung, sag ich dir ehrlich. Aus wie eine Mode-Ikone, Pussyzucker süß wie Honigmelone. Würde kochen, Strecke packen ab, hab zu viel gelernt, wie man Asche. Bro, auf easy, Digga. Keine Herausforderung, weiter. Easy. Wenn ich will, zerfick ich Rapper am Vorbeigehen, Homie. M.O. redet alle leise, das ne Sidechain, Homie. Warte kurz, Homie. Wenn ich will, zerfick ich alle Rapper am Vorbeigehen, Homie. Ich sag mal keinen Namen. Also Mo Senu sagt mir nichts, kenne ich nicht. Motrip? Motrip. Wenn ich will, zerfick ich Rapper am Vorbeigehen, Homie. M.O. redet alle leise, das ist eine Sidechain, Homie. Das Problem ist, M.O., Dicker. Er ist natürlich klug, ne? Er nimmt hier alle Namen mit M.O. am Anfang. Also Mo Senu muss ich rausnehmen, weil ich nicht kenne. Ich weiß nicht, ob Moneyboy so sich so producing-technisch und mixing-technisch so gut auskennt, dass er weiß, was das Sidechain ist. Wenn ich will, zerfick ich alle Rapper am Vorbeigehen, Homie. M.O. redet alle leise, das ist eine Sidechain, Homie. Es könnte auch Morlock-Dilemma sein. Also ich traue dem Morlock halt zu, dass er so diese Hip-Hop-Producing-Mixing-Vergleiche bringt. Ich nehme mal Morlock-Dilemma. Könnte aber auch Moneyboy sein, maybe. Motrip glaube ich eher nicht. Homie, wenn ich will, zerfick ich Rapper im Vorbeigehen, Homie. M.O. redet alle leise, das ist eine Sidechain, Homie. Ja, okay. Konnte ich nicht wissen, kenne ich nicht. Habe ich noch nie gehört, oder? Klingt nach Moneyboy. Ja, hätte sein können, aber ich hätte ihnen den Vergleich nicht zugetraut. So mit Sidechain um die Ecke zu kommen, ich weiß nicht. Ja, okay, aber konnte ich nicht wissen. Ist okay. In meinem Leben gab's viel Scheiße zu sehen. Mama ist nicht da, ich leide extrem. Mein bester Homie starb mit 13 an Krebs. Doch das Allerschlimmste war Bushidos Live-DVD, Digga. Das ist ja geil, Alter. Hart. Feierbar, Alter. Sehr geil. Aber ich weiß nicht, von wem es ist. Faith, ja, Faith. Es muss Faith sein. Sido nicht, Lars nicht, Kapi, glaub, nee. Mein bester Homie starb mit 13 an Krebs. Das ist so eine Faith-Line. Mein bester Homie starb mit 13 an Krebs. Ja, ich glaube, das ist Faith. Ganz viel Scheiße zu sehen. Mama ist nicht da, ich leide extrem. Mein bester Homie starb mit 13 an Krebs. Doch das Allerschlimmste war Bushidos Live-DVD. Feierbar, Digga. Ja, der Faith, Alter. Der kleine. Ja, der kleine Frechdax. Weiter. Du sagst, dass du vom nächsten Album gern die Noten wüsstest. Ich gebe dir am besten direkt meinen Wohnungsschlüssel. Und dann fühl dich wie zu Haus. Was du noch brauchst, nimmst du aus der Küche. Willst du noch Milch zu den Cornflakes? Meine Frau hat Brüste. Bro, wer, hä? Woher kommt der Song denn, Digga? Was ist das? Wild. Also das klingt für mich nach einer Alligator-Line. Oder nach Alligator-Lines. Aus irgendeiner weirden Perspektive. Finch glaube ich nicht. Sido nein. Genetik maybe. Maybe Kappa. Aber ich glaube eher Alligator. Vom nächsten Album gern die Noten wüsstest. Ich geb dir am besten direkt meinen Wohnungsschlüssel und dann fühl dich wie zu Haus. Was du noch brauchst, nimmst du dir aus der Küche. Willst du noch Milch zu den Cornflakes? Meine Frau hat Brüste. Ey, da hat mir der Alligator-Livestream-Marathon mit euch auf jeden Fall gut getan, ne? Ich erkenne jetzt Alligator-Lines. Ey, ihr habt Muskeln an Stellen, wo ich nicht mal Stellen hab. Der ist schon geil. Okay, das ist schon geil. Ey, ihr habt Muskeln an Stellen, wo ich nicht mal Stellen hab. Back aus der Zelle, direkt Gangbang im Bällebad, Alter. Geil. Feierbar, ich mag so selbstironische Lines. Ey, Jesus, glaube ich nicht. Rata, glaube ich auch nicht. Schniesen. Das Schniesen. Na, locker easy, Dicker.
Gib den Punkt, Mann. Ey, ihr habt Muskeln an Stellen, wo ich nicht mal Stellen hab. Weg aus der Zelle, direkt Gangbang im Bällebad, ich... Digga, easy. Wie ist es für euch, gerade im Stream mit zu sein, Digga? Legendary. Die machen alle nur noch Schlager für Trottel. Ich klatsche Nano-Blogger locker aus den... was? Die machen alle nur noch Schlager für Trottel. Ich klatsch einen Nano-Blogger lockerst aus den Zara-Klamotten. Okay, na, aber was soll denn Nano-Blogger sein? Ich kann das Wort gar nicht zuordnen. Was soll denn Nano-Blogger sein? Schlager für Trottel, ich klatsche Nano-Blogger locker aus den Zara-Klamotten. Lockerst. Die machen alle nur noch Schlager für Trottel. Ich klatsche Nano-Blogger lockerst aus den Zara-Klamotten. Klatsche Nano-Blogger. Ich weiß ja nicht, was Nano-Blogger ist, Digga. Aber die Reime sind halt ganz nice. Ne? Schlager für Trottel, Nano-Blogger locker aus den Zara-Klamotten. Aber ist trotzdem, glaube ich, nicht Kolle, Digga. Farid auch nicht. Casper, glaube ich, auch nicht. Sammy? Aber sagt er klatscht jemanden? Ja, ich sag Sammy, Digga. Ich sag einfach Sammy. Ansonsten Kolle, maybe. Boah, schwierig. Die Wortwahl ist wild. Die machen alle nur noch Schlager für Trottel. Ich klatsche Nano-Blogger lockerst aus den Zara-Klamotten. Okay, ja, gut. Casper habe ich da gar nicht gesehen. Casper auf dem Sido-Feature. Alter, Pascal hier hat richtig Plan, Digga. Was? Ja, ich hätte auch nicht Casper gesehen. Kleine Blogger. Ach so. Ach, Nano-Blogger. Einfach so. Okay, aber. Okay, das ist ein komischer Wortwahl. Okay, letzte Frage, Chat. Versuchen wir's. Wenn deine Idole mich betteln müssten, wären sie beschäftigt mit Lamentieren, als würden die Pisser Schnecken züchten. Also lamentieren. Ja, ich habe das schon in die Doppeldeutigkeit rausgenommen. Also ich kenne auf jeden Fall diesen Lamentieren-Vergleich schon. Ich weiß nicht, ob aus diesem Track oder einem anderen. Mit Lamentieren. Aber ich komme jetzt trotzdem nicht auf den Rapper. Vielleicht fällt mir das Song ein, wenn ich den Namen sehe hier. Ja, das ist von Jay Jiggy. Ja, stimmt. Das ist eine Jiggy-Line gewesen. Wenn deine Idole mich betteln müssten, wären sie beschäftigt mit Lamentieren, dazu würden die Pizzaschnecken zu... Ja, ist der Safe Jiggy? Pff, Digga, keine Ahnung. Bei Titeln bin ich halt immer total wack, so. Ich habe keine Ahnung, wie die Songs hießen von Jiggy. Weil, Titel kann ich nicht mal nennen, ich kann nicht mal raten, weil ich keine Titel im Kopf habe. Aber ist auf jeden Fall Jiggy. Wenn deine Idole mich... Gottflavor war's. Jiggy Godflavor JCC-Quali war es sogar. Ach was, die JCC-Quali sogar. 18 Punkte, kein Ergebnis, auf das man stolz sein muss, aber schämen muss man sich, denke ich, nicht. Ey, 18 Punkte kann man stolz sein, na klar. Das ist doch voll gut. Betteln müssten, werden sie beschäftigt mit Lamentieren, als würden die Pisser Schnecken züchten. Wait a minute, früher war ich nur am Kiffen, alles drehte sich um Bruder. Ja, okay. Ich wusste, ich kenne den Vergleich, aber ich kam nicht auf Jiggy direkt. Also... 18 Punkte in dein Gesicht. Bam, Dicker, was willst du, Alter? Rein damit, ja? 25 Likes aufs Video und ich baller euch das nochmal in die Kommentare. Einmal rein damit, Chat. Kuss geht raus. 4 Punkte für die eigene Line, ich weiß ja nicht. Digga, du bist Mods, sei mal nett, Alter.